Phantom Brigade mit mir, Dennis, hier bei den Spielkindern. Schön, dass ihr wieder dabei seid, Leute, zu diesem kleinen Katz-und-Maus-Spiel mit unseren Feinden. Wir sind das letzte Mal wild durch die Zuckerrübenprovinz hier hin und her marschiert mit unserer mobilen Basis und haben es immer geschafft, den Feinden auszuweichen. Wir haben es aber auch geschafft, immer allen Schlachten zu entgehen, was nicht so gut war, weil unsere heimischen Truppen, die Miliz sozusagen, ich weiß nicht, wie heißen die? Heimatwache. Für mich ist das die Miliz, weiß nicht, in meinem Sprachgebrauch heißt das so. Die haben zwei Schlachten verloren, wir waren immer nicht rechtzeitig da, um zu helfen. Diesmal sind wir es und werden eingreifen und werden dafür sorgen, dass sie diese Schlacht gewinnen. Also sie, also wir, ihr wisst schon, unsere Seite. Aktuell steht es ungefähr Gleichstand hier im großen Krieg um die Provinz. Aber das wird sich ändern. Gleichstand. Von Gleichstand kann ich mir nichts kaufen. Wir sind dem Notsignal der Heimatwache gefolgt. Ein Mitglied der Pilotencrew ist nervös. Die meinen es ernst, Commander. Die wollen diesen Krieg wirklich gewinnen. Echt? Okay, bereit machen. Let's go. Ja, unsere Feinde sind motiviert. Wir aber auch. Unsere Einheiten sehen gut aus. Was ist hier? Diese Einheit kann eingesetzt werden, doch es sind einige Warnungen zu beachten. Kein Sekundärobjekt. Aber ich kann doch da gar keine Zeitarm tragen mit dem... Ich habe doch hier jetzt die fette Vulkanwaffe ihm gegeben. Also wie heißt das Ding? Die Minigun. Also Mini ist gut, ne? Ich kann ihm noch eine Nebenwaffe geben. Okay. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Weil die direkt... sozusagen unausgerüstet wurde, als ich die schwere Waffe angelegt habe. Da hat er sozusagen was anderes aus der Hand gelegt. Aber... Okay. Und jetzt wird sozusagen, wenn ich hier was in die Hand nehme, wird jetzt der Vulkan weggepackt. Ich finde es ein bisschen komisch. Okay, er will jetzt erstmal, wo ist der Vulkan? Schwere Waffe, so, zack. Jetzt ist... Genau, jetzt ist das nämlich weg. Jetzt kann ich aber hier... Ah, okay, also eine Handfeuerwaffe darf ich in die Hand nehmen oder noch dazu sozusagen nehmen, weil er den wahrscheinlich nur hier genau irgendwie so am Gürtel trägt. Also am Gürtel, damit seine Hose nicht rutscht. Naja. Wir könnten jetzt uns noch einen weiteren Mech dazu holen, aber wir arbeiten jetzt mal mit den dreien, die wir haben. Und schauen mal, dass wir vielleicht dann für die nächste oder übernächste Mission uns einen vierten Mech besorgen. Wir haben das letzte Mal unsere Basis, mobile Basis, glaube ich, mich zu erinnern, ausgebaut, sodass wir 4 Mechs haben konnten. Oder haben wir das schon gemacht oder wollte ich das nur machen? Was dauert so lange? Umzingelt sie und schaltet sie aus. Aye, aye, Captain. So, wir sind 6 Leute. Das wird ja dann eine richtige Schlacht, möchte ich mal sagen. Wow, okay. Also, was passiert denn hier jetzt in der Runde? Also, die kommen hier alle angerannt. Am ehesten gefährlich ist... Also am nächsten kommt uns der Panzer hier links und der Mech hier. Was hat der für? Der hat ein Präzisionsgewehr und der Panzer hat eine Autokanone. Ist ja auch ein Auto. Also ich weiß, dass es das nicht bedeutet, aber quasi. Okay, wieso machen die denn hier alle schon was? Okay. Die sind alle schon mitten im Kampf, weil wir so in die Schlacht eingreifen quasi. Okay. Verstehe. Also die tun hier schon was, kümmern sich um Dinge. Ist das halbwegs sinnvoll, was die machen? Ich glaube schon. So, Strahli, der Strahlemann. Warum fährt eigentlich der Panzer hier durch den Mech durch? Ja, irgendwie eher nicht so schlau. Dann würde ich den mal vielleicht einen Schritt weiter bewegen. Den sollten wir auf jeden Fall aus dem Weg ziehen. Nicht, dass die sich hier gegenseitig irgendwie... überrennen, das wollen wir natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, wo stellen wir den am dürfsten hin? Also eigentlich fände ich ja fast gar nicht so doof, den hier oben irgendwie hinzustellen. Wie weit ist denn die Reichweite mit meiner Mega-Wumme hier? 82 bis 125, das ist ja an sich jetzt quasi hier schon. Also nicht ganz, aber schon fast. Also der kann schon hier echt ordentlich wumsen. Dann würde ich sagen, den sollten wir da schon auch stehen lassen. Also wir machen das so. Wir schicken jetzt den Laser-Typen hier hin. So.
Und dann schießt du außer Reichweite. Das ist aber eher nicht so schön. Die Reichweite ist ja nicht so besonders groß, ne? Na, dann laufen wir vielleicht bis hierhin. So. Der hat ja auch nicht... Doch, der hat ein Schild, ne? Das heißt, ich kann theoretisch, sobald ich hier nach... in Reichweite sozusagen der Gegner komme, kann ich mich hier auch mit dem Schild halbwegs schützen. Okay. Die stoßen hier auch nirgends zusammen, das ist super. So, du läufst nach hier, würde ich sagen, und greifst den Panzer an. So. Das ist doch schön. 100% ungefähr Attacke. Sehr gut. Vielleicht klappt das ja sogar schon, dann den Panzer auszulöschen. Und das ist hier natürlich richtig beeindruckend. Diese Reichweite ist ja der absolute Wahnsinn. Wir warten da kurz. Ich finde, das Stehenbleiben da ist schon okay, so. Und dann knallen wir den da ab. Okay, sind dann alle ausgerüstet mit irgendwelchen Attacken? Die machen gar nicht so viel hier, ne? Ist irgendwie... welcher ist das jetzt? Der hier. So, der läuft hier vor und dann schießt er auf den Typen da hinten. Dann könnte er ja eigentlich auch nochmal irgendwie einen hier vorlaufen oder sowas. So vielleicht. Okay. Was machen die Panzer? Die fahren und der fährt nur und schießt aber nicht. Das ist natürlich... Okay, stoßen die jetzt hier vorne zusammen oder nicht? Die stoßen zusammen, oder? Dann warte doch jetzt bitte erstmal. So. Und dann läufst du erst los. Können wir das so machen? Dass du dann nicht mit irgendwem zusammenstößt. So. Und dann schießt du auch nochmal auf den Dude zum Beispiel. Das ist ja auch nicht blockiert. Vielleicht treffe ich ja sogar was. So. Es ist ein ganz schönes Kuddelmuddel hier unten. Tut mir leid, dass das gerade so lange dauert, aber ich habe das Gefühl... Oh, hier hinten jetzt. Ah, Mann. Das ist doch nervig. Dass das hier alles so... So. Und dann... Zack. Okay. Stoßen wir jetzt hier... Das gibt's doch nicht. Weil der hier schon wieder irgendwo sich dumm hinstellt. Ach Mann. Dann fahr du doch bitte hier außen hin. Dann haben wir da gar keine Probleme, oder? Aber treffen tut er ja auch nichts von da aus. Die Panzer sind sowieso zu nichts zu gebrauchen. Dann fahre ich jetzt mit dem Panzer hier außen lang. Scheiß drauf. Okay, gut, jetzt Action. So, alle laufen irgendwie. Ich zoome mal ein bisschen raus, dass wir mal ein bisschen sehen, was hier passiert. Das ist doch mal fett. Die Gatling, die geht richtig ab. Guckt euch das mal an. Oh, der wird ja komplett zerlegt hier hinten. Bam, jeder Treffer direkt massiv Schaden. Das gefällt mir mal richtig gut. Bam, 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 bam. Zack, 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 zack. Also der ist ja komplett hin in nur einer Runde. Der schießt hier nur gegen den Berg. Das heißt, hier haben wir auch keine Probleme. Was macht denn der Panzer da? Kann der laufen? Ist das ein Laufpanzer? Boah, aber wir treffen aber ordentlich. Sehr schön. So, also der ist hier hinten schon mal kaputt. So mag ich es am liebsten. So, hier wird auch nochmal schön... Hier wird schön mit dem Snipergewehr geschossen, aber nicht getroffen, leider. Die machen hier weiter ihr eigenes Ding, ne? Also ich kann das noch beeinflussen, aber irgendwie ist schon ein bisschen lustig, dass die so ganz komplett ihr eigenes... die Heimatwache Leute machen hier komplett ihr eigenen... führen ihren eigenen Kampf. So, den Panzer kriegen wir auf jeden Fall auch. Da waren es nämlich dann auf einmal auch nur noch drei. So, der ist hin, der...
Dude läuft hier lang. Ich denke mal, da sind wir. Ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Leute hier. Du stellst dich bitte hier hin, hier oben, und feuerst dann auf den Mac. Und hier kannst du ja dich noch mit dem Schild schützen, solange. Gegen den Panzer da vielleicht? Ja. So, dann der Panzer hier, der fährt bitte hier. Oh, Panzer sind echt zu nichts zu gebrauchen. Das ist ja echt Wahnsinn. So, wo ist denn jetzt hier? Der kommt. Was? So, der läuft jetzt hier irgendwie hin. Finde ich aber auch nicht so sinnvoll. Du kannst ja mal hier mit rüberlaufen einfach. Bitte. Und versuchen dann von da aus mal auf den Typen hier hinten zu schießen. Er ist blockiert. Mist. Mist. Okay, kannst du dann hier auf den Hügel steigen? Dass du einfach noch ein bisschen höher stehst? Das müsste doch gehen, oder? Und dann müsste das doch hier eigentlich schon optimale Reichweite. Ich treffe aber trotzdem nicht. Also nur mit 20% Effektivität. Na gut. Aber wir sind zumindest bisschen näher hier dran und dann können die beiden Mechs hier sich um den Dude kümmern, der da links langläuft. So, wo willst du hin und auf wen schießt du dann? Was soll das? Warum willst du jetzt hier langfahren? Du kannst da ja langfahren, aber dann schießt doch nicht durch meinen Mech durch. Das ist doch total sinnlos. So, die sind. Der fährt hier nur Scheiße zusammen. Ist doch auch blöd. Dann fährst du jetzt mal hier bitte hin. So, dann müsste doch eigentlich auch klappen, ohne mit wem zu jemandem zusammenzustoßen. Und dann wäre es super, wenn du jetzt hier auf den Panzer noch feuern könntest. Dankeschön. Okay, auf geht's. Was? Wer hat keine Befehle? Du hast Befehle, du hast Befehle. Ach, der Dingsmack hat noch keine Befehle. Der überhitzt ja sonst auch nur. Gut, dann schießt du jetzt halt auf den Kollegen, ne? In der Hoffnung, dass das jetzt nicht überhitzt. Okay. Action. So, der Panzer hier, der ist jetzt auch hin. Dann haben wir da kein Problem mehr. Da ist jetzt natürlich der zweite Angriff ein bisschen verschwendet. Aber gut, das ist jetzt so. So, der wird jetzt hier schön gestrahlert. Schießt auf den Panzer hier, trifft aber eher so mittel. Ah, doch, doch. Die Autokanone ist gar nicht so verkehrt. Wenn sie mal trifft, macht sie auch Schaden. Die trifft halt nur nicht so richtig oft. Naja, gut, das war jetzt auch nur 20% Wahrscheinlichkeit oder so. Der Mac, der macht es auch nicht mehr lange, weil jetzt sowohl diese Runde der Ionenstrahl da drauf eingeschlagen hat. Als auch jetzt hier die Gatling. Okay, Zivilisten, Zivilisten. Wo sind denn Zivilisten? Ich sehe hier gar keine. So, da waren es nur noch drei Gegner. Und zwar der Panzer hier hinten. Ich würde sagen, um den kümmern wir uns jetzt mit dem Kollegen Strahlemann. Der steht doch hier perfekt dafür. Der Panzer. Der macht einfach sein Ding, alles klar. Und der schießt ja hier noch weiter auf den Mac. Der Panzer, der kann eigentlich das. Der macht das schon. So, ja, das ist alles gut. Und du läufst jetzt mal hier runter. Du springst jetzt mal. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht über seine eigenen Beine hier, wenn er da so. Naja, wir springen mal vorsichtig hier nicht irgendwo. Erstmal kurz warten, ja. So, damit wir nicht überhitzen. Alles klar, alles klar. So, und dann schießen wir auf. Ah, der ist zu weit weg. Dann müssen wir vielleicht doch nochmal einen Schritt laufen, einfach. Ekelhaft, ich weiß. Laufen ist total überbewertet. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ich liebe Spazierengehen. Und Wandern auch. Ich bin totaler Zu-Fuß-Geher. So, jetzt schaffe ich hier aber leider nur eine Attacke. Das ist ein bisschen doof. Der Kollege, der könnte jetzt hier nochmal feuern. Die Frage ist, der ist zu nah dran, ne? Der Gegner. Kann das sein? Dann schießt doch lieber ein bisschen früher.
Dann ist er weiter weg und du machst. Hast eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Du kannst ja auch später nochmal feuern. So. Wer hat denn jetzt schon wieder keine Befehle? Ah, der Gatling-Typ. Ja, natürlich nicht. Gut. Dann feuer einfach nochmal auf den und los, weiter geht's. Der ist doch bis dahin schon längst tot. So, der hier wird der Panzer weggebrannt. Von der Autokanone und dem, dem Laser. Das läuft auch. So. Mit dem haben wir jetzt hier noch ein bisschen Probleme. Das sieht aber so cool aus, wenn die fliegen. Wusch! Ja. Episch! So. Der ist hier hinten hin. Das ist gut. Der Mac lebt leider noch. Es war vielleicht auch ein bisschen Overkill hier vorne. Der Panzer müsste jetzt ja noch feuern gleich auf den Mac. So, hier kommt jetzt gleich noch eine Attacke auf den Dude. Der hat aber natürlich ein Schild auf der Seite. Wird also wahrscheinlich jetzt nicht klein beigeben durch so zwei Schüsse. Oh, hier gab es noch einen schönen... Oh! Einen schönen Präzisionsgewehrschuss. Top. Ja, ihr habt eine Menge Einheiten verloren. Ich mache euch nämlich total rund. So, und jetzt wird's richtig ärgerlich für euch. Richtig eklig quasi. Jetzt brenne ich euch mit allem nieder, was ich hab. Ja, ja, die Heimatwache, die macht das von alleine. Der schießt schon. So, der rennt jetzt hier gerade. Wo willst du jetzt hin? Wieso rennst du jetzt weg? Was ist denn das für ein Bullshit? Du bleibst schön hier. Wo rennt der hin? Du gehst jetzt hier hin, in den Wald, und schießt dann da, bitte, auf den Kollegen. Ja, vielleicht nicht, vielleicht ist eher so hier ein Stückchen weg noch sinnvoller. So. Und dann sind wir nämlich hier bei guten 80% und wir sind auch nicht irgendwie blockiert oder so. Ja, ne, reicht ein Schuss. Du springst... Wo springst du denn hin? Ja, das Problem ist jetzt halt echt, er läuft halt so hinter mir, hinter dem Felsen lang. Dann spring doch einfach dahin und wir schießen dem in den Rücken, so gut es irgendwie geht. So. Passt. Und der... Pff, ja, weiß ich nicht. Der muss jetzt halt auch nichts mehr machen, ne? Weil, ich sag mal, der... wird halt hier jetzt komplett zerstört von allen Seiten. So. Komm, der hat doch jetzt nichts mehr. Der lebt noch. Das gibt's nicht. Doch, jetzt kommt... Ach, Mann! Das ist ein... Der hat 1% noch, quasi. Das gibt's doch nicht. Das, ja. So, ja, komm, jetzt schieß noch. Nochmal auf ihn und du auch nochmal. Nein, du läufst jetzt nicht weg. Du. Es reicht, wenn du einmal feuerst. Du musst nicht weglaufen. Das ist wirklich nicht so gefährlich hier gerade. Ja, ist alles gut. Ist nur noch der eine Typ und der ist quasi hin. So, jetzt ist er hin. Pilot erschüttert. Er braucht halt noch einen guten Treffer. Dann haben wir es. Ha! Wir haben die Schlacht gewonnen. Unser bisher größter Kampf, glaube ich. 6 gegen 6 Einheiten hatten wir noch nicht. Das war lustig, das hat Spaß gemacht. Das machen wir gleich nochmal. Das war echt cool. So, wir besorgen uns jetzt erstmal ein paar Sachen. Sturzflut. Klingt gut. Wir nehmen jetzt aber erstmal den grünen Torso mit und das. Präzisionsgefähr, die Brandstifter brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal. Wir nehmen uns noch einen schweren Arm mit und schwere Beine. Schild, einen schweren Torso können wir sicherlich auch noch gebrauchen. Man könnte aber tatsächlich auch mal... Ich weiß nicht, ob ich jemals auf leicht gehe. Macht das denn Sinn? Vielleicht höchstens für die Laufreichweite, dass man irgendwie einen Sniper oder sowas hat, der super leicht unterwegs ist. Könnte man noch überlegen, aber ich glaube, ich würde ihn jetzt erstmal auch mittel... mit mittleren... Aber ich glaube, ich habe erstmal genug mittlere Teile, um damit auch klarzukommen. Also wir... zerlegen jetzt mal hier ein paar Teile, würde ich sagen. Zack, zack. Nee, ich wollte ihn ja gar nicht ganz zerlegen. Wir nehmen die Sachen, nehmen wir schon mit. So. Präzisionsgewehr, das können wir
Nee, ich weiß nicht, ob ich jetzt auf Präzisionsgewehr gehen soll als nächstes. Ich nehme mal eins mit. Man weiß ja nie. Okay, bestätigen. Bestätigen. Jetzt habe ich nämlich auch mal ein paar Vorräte gesammelt. Und wir haben den Gegner ordentlich, ordentlich einstecken lassen. Die Frage ist, habe ich das jetzt schon gekauft mit dem weiteren Modul? Habe ich doch noch gar nicht, oder? Wo waren das? Das war hier bei der Einheitenbucht. Genau, Einheitenlagerplätze plus 1. Das habe ich noch gar nicht, ich kann noch gar nicht das machen. Also eine Schlacht müssen wir auf jeden Fall noch schlagen, wo wir ein paar Vorräte einsammeln, damit wir hier auf die 800 kommen. Und das bringt uns ja auch noch nichts. Dann können wir zwar den vierten Einheitenplatz freischalten, aber was haben wir davon? Nicht viel, weil wir haben dann kein Geld mehr, aber keine Vorräte mehr, um uns noch einen Mech zu bauen. Tja. Gut, Leute, wir machen jetzt erstmal Pause. Das war tatsächlich eine schöne große Schlacht. Ich würde sagen, wir schauen mal, was wir das nächste Mal machen. Es gibt ja hier noch ein paar Dinge zu tun. Also zum Beispiel irgendwelche Lager angreifen oder sowas. Da gibt es ja noch ein bisschen was zu machen. Alles, was immer so rot ist, können wir ja noch angreifen. Das ist eine ganze Menge. Hier oben sind auf jeden Fall noch Gebiete. Wir können auch die Basis hier direkt einfach angreifen. Wir machen es uns leicht und marschieren einfach in die Basis hier rein. Ich würde sagen, das machen wir nächstes Mal. Und dann kommen wir, glaube ich, relativ schnell auch dahin, dass wir 4 Mechs haben und dann wird sowieso alles ganz toll. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.